Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Wir haben mal wieder einen kleinen Megastau. Ich versuche das die ganze Zeit schon zu beheben. Ich habe hier mal ein bisschen neue Straßen gesetzt, damit die sich vielleicht hier besser etablieren oder wie auch immer. Aber ja. Ich habe hier hinten auch schon was neu gesetzt. Hier haben wir eine neue Straße gesetzt. Ja, überall staut es sich ein wenig, genau wie hier. Hier ist ein völliges Verkehrschaos. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blockouts. Sehr tricky. Versuche das ja halt schon mit so Nebenstraßen wegzumachen. Damit man da noch ein bisschen was hinkriegt. Damit sich das ein wenig vielleicht auch auflöst. Aber ja, damit müssen wir gerade ein bisschen rumkämpfen. So, wir haben immer noch das Problem mit den Arbeitskräften. Ich würde noch mal ganz gern versuchen, hier eine normale Straße rüberzuführen, bis hierhin. Hier werden wir mal so einen Kreisel reinmachen. Wie so überlappend? Was ist denn hier überlappend? Was haben wir hier? Ist das Holz? Ja, das ist Holz. Dann müssen wir es vielleicht hier reinmachen. Aber dazu müssen wir erstmal die Kacheln hier drüben kaufen. Und dann dementsprechend einmal diese Schnellstraße hier rüber sitzen. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes. Die quatschen sich hier schon wieder einen tot. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. 50 Meter passt. Dann können wir hier wieder auf 30 rübergehen. Und hier würde ich mal ganz gern auf 0 wieder kommen. So. Hier gehen wir jetzt in den Untergrund. Spiel. So, dann am besten mal bis hier. Und hier ziehen wir dich quasi wieder auf Null. Und dann haben wir zumindest schon mal einen Straßenübergang. Noch einen zusätzlichen. Von da nach da. Vielleicht hilft das noch ein wenig. Ich glaube, wir müssen uns auch noch ein wenig besser um den Verkehr kümmern. Also, was heißt Verkehr? Öffentliche Verkehrsmittel. Aber mittlerweile sind wir wieder bei 10.000 plus Einwohnern. Die Bevölkerung, Kohle, die Bevölkerung steigt. Wir müssen wieder mehr Gewerbe machen. Und das, obwohl wir eigentlich gar keine Arbeitskräfte haben, brauchen wir Gewerbe. Verstehe ich nicht so ganz, aber es ist, wie es ist. Das Gebiet hier hinten, das können wir doch, glaube ich, auch schon mal mit entsprechenden Straßen versehen. Da ziehen wir mal eine gerade Straße rüber. Die gerade Straße können wir, glaube ich, hier direkt am Flughafen durchziehen.
So. Nee, das kriegen wir da nicht rüber. Oh. Das war ein Fehler. Und da 20 Meter hoch, ist das zu steil? Nee, funktioniert. Können wir sie hier wieder runterführen? Da miteinander verknüpfen. Jetzt ist die Frage, wie wir hier weiter vorgehen wollen. Ich glaube, hier machen wir auf jeden Fall einen Kreisel rein. Hier dann dementsprechend auch. Da läuft es, da läuft es. Ja, ich bin mir noch ziemlich unsicher. Wir wollen uns ja auch noch auf jeden Fall nebenbei ums Wasser kümmern. Das ist halt wirklich so eine Sache. Wir müssen irgendwie auf 4, noch was kommen und Abwasser genauso. Das wird halt noch sehr, sehr tricky. Wobei wir hier ein bisschen Wasser bauen können. Hier geht es ran. Hallo? So? Da kriegen wir noch mal gut Wasser ran. Hier geht auch noch was. So, dann haben wir jetzt... Sind wir vom Abwasser her auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Einwohner. Kann ich das Terrain hier angleichen? Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. This is an emergency broadcast to all citizens. The city healthcare services are reporting citizens falling ill from tap water that seems to have been contaminated by an as yet unknown source. Wir haben kontaminiertes Wasser? All citizens are advised to boil all tap water before use or cease using tap water altogether until the situation is resolved. Seek medical attention if you are suffering from sudden headaches, fever or stomach pain. Wieso haben wir kontaminiertes Wasser? Das gefällt mir ja gar nicht, was ich hier gerade mache.
Ebnen wir das Ganze mal ein bisschen besser. Damit das ein bisschen glatter ist. Wo haben wir denn kontaminiertes Wasser? Gleis nicht verbunden. Ach so. Das ist Straßenbahn. Aber wieso haben wir hier kontaminiertes Wasser? Hier ist es blau, hier nicht. Das von hier? Hier. Das müsste es doch behoben haben, oder? Ja, es wird wieder besser. Es dauert nur so eine Zeit, bis es da dementsprechend ankommt, aber das geht. So, hier noch ein bisschen Wasser. Na, verbessert es sich jetzt? Es scheint so. Sehr, sehr tricky. Also diese komischen Stationen konnte ich da jetzt nicht so bauen. Aber nur gut, das ist erstmal wie es ist. So, hier würde ich ganz gern diese vierspurige Straße dementsprechend wieder durchführen. So als drei, so als Kreuz quasi. Kreisverkehr, hier geht's nicht. Ach du Schande. Wie viele Taxen sind das? Die fahren alle mit dem Taxi. Warte mal, U-Bahn. Boah, kann ich, den Rest mal ausstellen hier. So, U-Bahn-Station. Ich glaube, ich würde hier mal eine reinmachen. Hier. Und da. Die kann ich hier nicht setzen. Die muss ich ein wenig zurücksetzen.
Ich glaube, so die U-Bahn ist das, was uns retten könnte. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Muss es daran bringen. Ist zu eng. Das kriegen wir aber hin. So, dann haben wir es hier. Die Station. 1, 2 und 3. Muss ich sie auf 30, 40 Meter machen? Ja, muss ich. So. Cool, da haben wir zumindest noch mal U-Bahn-Station gebaut. Schon mal sehr, sehr gut. Gibt es irgendwo noch kontaminiertes Wasser? Sehe ich jetzt gerade so nicht. Ups. Ja, wo sind denn die U-Bahn-Stationen? Was habe ich denn jetzt gebaut? Zumindest mal eine ganz gute Verbindung rüber. Das hilft uns. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeitskräfte. Das müssen wir noch irgendwie fixen. Jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, noch mehr reinzubringen. Thank you.
Gefällt mir nicht. So. Und jetzt hier einmal 90 Grad. Dann hätten wir das Gebiet schon mal. Oh shit, was für Straßen habe ich reingesetzt? Die falschen Straßen reingesetzt. Das passiert mir auch regelmäßig, muss ich sagen. Jetzt können wir noch eine kleine Bushaltelinie machen. Von da nach da und zurück. Oh, hier hat sich der Stau aufgelöst. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier schreien sie immer noch nach Einwohnern. Ich will hier das Industriegebiet haben, aber sie müssten echt miteinander verbunden sein die ganze Zeit. Ich könnte natürlich noch eine Straße hier rübersetzen, und zwar bis dahin. Das könnten wir noch vorsorglich schon mal machen, ne? Hat er denn jetzt diese Kurve hier nicht genommen, die ich eigentlich haben wollte? So, dann haben wir das auch miteinander verbunden. Sehr viele Brücken hier. Also, Sie können sich nicht beschweren, dass wir zu wenig Brücken haben. Jo, wir müssen hier mal ein bisschen Parks reinbringen. Wahrzeichen. Das Grand Hotel. Wir können hier relativ schöne Wahrzeichen reinbringen. Das ist ja cool. Mhm. Ein Glockenturm. Sweet. Oh, das sind ja riesige Dinge. Aber die kosten ganz schön. Holy moly. Wie weit sind wir denn? 6000. Es geht. Bin schon mal froh, dass wir es mit den Straßen gut gefixt gekriegt haben. Hier sieht es auch relativ gut aus. Kein Fußgängerweg. Selbst hier hat sich das alles ganz gut gelegt mit den Straßen. Und in die billigen Mietwohnung will einfach keiner einziehen. Wen wundert's, ne? Dann setzen wir doch noch mal ein paar Straßen hier rüber.
Das sieht doch ganz nett aus. Na, 90 Grad, kriegen wir es hin. Yes, sir. So. Polizei sieht gut aus. Feuerwehr sieht auch gut aus. Schulen. Hier kriege ich jetzt mal einen Kindergarten. Einen kleinen Park nebendran. Wasser, Strom sieht auch noch gut aus. Krankenversorgung. Können hier nochmal ein Krankenhaus reinstellen. Ich glaube, so zwischendrin muss ich mal so einen Übergang reinbauen. Billige Mietwohnung, mittlerer Dichte. Uff, ein bisschen Lex. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Und dann können wir hier normale Einwohner wieder reinmachen. Power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's. Dass wir einfach mal echt Arbeitskräfte produzieren. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listener. Yeah. What's up, honey? Ich habe die ganze mittlere Dichte gemacht, ne? Shit. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back. Ich wollte die klein machen. Hayden himself. Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes, soul. A raison d'être. Delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Bewegt sich gerade kein Stück, ne? It's an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the lazy. Beschleunigen wir das einmal ganz kurz. Vielleicht tut sich dann was. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, oh, allerdings weniger Wasser und Strom, Vermögen, Arbeitsplätze und Wohnstand. Weil ihr habt da jetzt eine relativ gute Verbindung überall hin. Ist das echt zu weit auseinander? This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Aber hier fahren die ganze Zeit Gebäude lang, also Einwohner. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Was wir auch noch gar nicht, glaube ich, gemacht haben, ist beim Zug Güterzugstation zu bauen, ne?
weiß gar nicht, wie der aussieht. Können wir den hier so reinsetzen? Er hat nur eine Schiene. Ist natürlich noch eine Straße. Nicht wegen Strom, bla bla bla, jetzt aber schon. Huch. Du wirst hier mit denen verbunden. Also passt das jetzt auch. Aber die sind immer noch nicht eingezogen, obwohl wir sie. Na doch, jetzt wird's. Es wird. Wie lange die Pixel inzwischen brauchen, um reinzuladen. Beeindruckend. Wie sieht denn das generell mit Einwohnern aus? Bevölkerung. Also wir haben 160.000. Wir haben 210.000 Arbeitsplätze. Und 100.000 Arbeitnehmer. Quasi die Hälfte. Das ist echt wenig. Die Bildung sieht eigentlich relativ gut aus. Schlecht ausgebildet 35%, ausgebildet 28%, gut 10% und dann 11%. Zufriedenheit. Schwierig. Oh, wir haben schweren Tornado. Oh nö, am Wasser? Keine Fahrzeuge. Das hat er mir ja hier am Bahnhof auch schon gesagt, ne? Bringt es was, wenn ich hier noch was mit Bussen baue? Sind hier 75 aktive Fahrzeuge. Wir sind mit 45.000 ins Plus gekommen. Weiß zwar jetzt nicht wie, aber scheint relativ gut zu funktionieren. Hier ziehen langsam die Einwohner ein. Soll ich hier nochmal wegen dem Wind gucken? Das zieht ja alles hier rüber. Das heißt, in der Theorie können wir hier oben noch Industrie machen. Das hier alles hier rüber zieht.
So, dann kann hier noch ein bisschen Industrie entstehen. Das ist etwas weiter weg von meinen Hauptgebäuden. Ja, ich würde sagen, so kommen wir nach und nach voran. Was ist denn mit euch? So sieht es vielleicht besser aus. Nur noch ein bisschen was rein. Auch. Boah, so viel Gewerbe, aber die Einwohner, wir kriegen die Einwohner nicht hin. Die Frage ist, wo sind die alle beschäftigt? Naja. Ciao, bis zum nächsten Mal, wir sind gut vorangekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann.